So, hallo und willkommen zur 10. Folge von Trimageddon. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, für euch mal zur Info, wir spielen mittlerweile auf der aktuellsten Uni-Version. Jesse hat einfach in ihrem letzten Run hat sie auf die neueste Version gewechselt und dementsprechend mussten Boomer und ich jetzt nachziehen. Und ja, nicht so wild. Wir mussten zwar ein bisschen Mods einstellen, zumindest ich musste echt langfristig ein paar neue Mods einstellen, was ich sowieso jetzt auf Dauer mal hätte machen müssen. Und ja, Jesse hat das ein bisschen beschleunigt. Nicht so schlimm. Dann weiterhin haben wir zwei neue Mods am Laufen. Die werde ich euch gleich auch nochmal in-game zeigen. Das sind einmal Text, Science und Schlag mich tot, keine Ahnung. Und der andere Mod ist Plan Buildings Without Materials, damit wir uns nach Möglichkeit nicht mehr durch irgendwelche Gebäude die Ressourcen quasi, ich komme gerade nicht drauf. Reservieren war das Wort, was ich gesucht habe. Sehr schön, guter Start. Ja, wir sind mittlerweile in Zyklus 127. Boomer war kurz vorher dran, davor Jesse. Das seht ihr übrigens, oder das habt ihr dann schon gesehen. Ich bin gerade am 14.01. am Spielen, damit ihr auch mal so einen zeitlichen Hintergrund habt. Wann das Ganze passiert, es ist die letzte Möglichkeit, dass ich aufnehme, sonst darf ich morgen nicht zur Premiere dabei sein. Und letzte Chance, und ich habe das Ganze mit den Mods so lange hinausgezögert, dass es jetzt heute sein muss. So, wir gehen mal rein und schauen mal, was uns erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja auch in das letzte YouTube-Video so beschrieben, dass ich massive Fehler gemacht habe. Ich denke, die werden bei Jesse und Boomer aufgefallen sein. Da quatschen wir jetzt gleich nochmal drüber, was ich für Fehler gemacht habe. Ich hoffe, dass noch alle leben. Ja, die Mod-Ansicht ist halt total im Sack. Hauptsache, es läuft. So, wir lassen mal kurz hier laufen. So, und dann schauen wir mal kurz nach, ob noch alle meine Duplikanten leben. Also ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5. Noch einer krepiert. Ich glaube, ich werde auch mal so ein paar Grabsteine schon mal bauen, damit ich einen Überblick darüber habe, falls jemand krepiert ist, ob einer krepiert ist. Aber die Betten sind alle belegt. Steckt da vielleicht noch irgendwo einer hinter? 5? Wie fehlt mir einer? Da! Garfield, da bist du ja. Okay, dann habe ich doch alle meine 6 Duplikanten an Bord. Sehr schön, es ist keiner gestorben. Essenstechnisch sieht es ganz gut aus. Wir haben auch noch 87 Kilo Schmutzwurzeln. Das heißt, auch die zweite Befürchtung von mir ist nicht eingetreten. Was für massive Fehler habe ich beim letzten Mal gemacht? Ich habe jede Menge Sachen zum Aufräumen eingestellt und eine Sache total vernachlässigt, nämlich, dass hier Sauerstoff gewesen ist. Und meine Befürchtung war nach dem Spielen, dass der Sauerstoff hier weg sein wird, was auch passiert ist. Was unter anderem dazu geführt hat, dass das CO2 runtersacken würde. Was auch passiert ist. Und das Essen deutlich schneller schlecht wird, was vielleicht passiert ist, aber nicht so schlimm, dass die Schmutzwurzeln angepackt wurden. Also dementsprechend noch alles im grünen Bereich, was das Essen angeht. Ich würde allerdings trotzdem drauf tippen, dass Boomer und Jesse unfassbar viele nervige Meldungen bekommen haben wegen Ersticken. Weil irgendwann wird der Sauerstoff hier weniger, immer weniger, weniger, weniger. Und dann fängt er an, hier oben sich rumzubewegen. Und mal schaffen es die Duplikanten dann an den Sauerstoff ranzukommen und mal nicht. Dann sind die wahrscheinlich immer hin und her getingelt. Also ganz, ganz fürchterlich mit Sicherheit für die beiden gelaufen. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz großes Sorry. Habe ich nicht dran gedacht. Das wäre mit Sicherheit aufgefallen, wenn ich selber weitergespielt hätte, dass das Kacke war.
Und dann hätte ich das natürlich geändert, aber da ich ja nicht mehr spielen durfte und die anderen beiden natürlich auch nichts machen durften, wird das vermutlich ziemlich ätzend geworden sein. Gut, so. Ich bin schon mal froh, dass alle überlebt haben. Und ansonsten sieht es hier, glaube ich, ganz gut aus. Wir schauen mal kurz ins Sauerstoff-Overlay. Ja, das sieht gut aus. Wasser, wie viel Wasser haben wir noch? Nicht mehr so ewig viel, da sollten wir mal schauen. Ah ne, hier unten. Nee, stopp. Hier unten war ja die Wasseranlage dafür, ne? Ja, 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 ja. Okay, nee, wir haben ja auf jeden Fall noch genug Wasser. Das heißt, Sauerstoff brauche ich mich heute nicht mehr großartig drum kümmern. Was ich gerne machen wollen würde, ist zu schauen, dass wir die Essensboxen auf jeden Fall nach unten stellen. Das werde ich auch schon mal einstellen, dass die das machen. Ja, machen wir noch eins weiter. Ne? Da, dann kann man noch eine weitere da hinstellen. Ja, dass wenigstens im CO2 lagert und wir etwas länger was von den Lebensmitteln haben. Ist ja doch ein deutlicher Unterschied, ob die... Wie schnell gehen die kaputt? Minus 13%. Und 4% davon können wir durch CO2 wegbekommen. Also dann haben wir nur noch 9%. Und ja, das wird doch eine ganze Menge ausmachen. Ja, okay, ich bin froh, dass das schon mal geklappt hat. Schilffasern haben wir einige. Das heißt, wir werden heute... Oh ja, 33. Wir werden heute auf jeden Fall mit Schutzanzügen anfangen. Das ist mein Plan, dass wir das noch machen. Ja, und dann schauen wir mal, was Jesse war als Erste dran. Was Jesse so Schönes gemacht hat. Also, sie hat auch ein Sauerstoff-Setup am Laufen. Das sieht gut aus. Bin gespannt, wie sie damit klarkommen wird, dass der Wasserstoff... Ach nee, da. Der ist, glaube ich, oder? Ist der verbunden? Sind alle verbunden. Okay, das heißt, Jesse wird irgendwann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich an den Punkt kommen, an dem der Wasserstoff nicht abgenommen wird und dementsprechend wird sie hier Probleme kriegen. Warten wir es mal ab. Dann, was hat Jesse noch gemacht? Ein bisschen Koloniebau hat Jesse gemacht. Ja, erkundet hat sie bestimmt auch weiter. Ja, hat sie auch. Was hat Jesse denn noch Schönes aufgedeckt? Hier haben wir einen Erdgasschlot, sehr cool. Sie hat den Synthesizer bei sich. Da hat sie sich bestimmt drüber gefreut. So, okay, aber dann hat sie hier einen Salzwasser-Geysir gefunden. Aber das war es dann, glaube ich, auch, was sie hier so großartig erkundet hat. Also so wie es aussieht, wird sie viel Prio darauf gelegt. Oh, ne, ja, vielleicht hat sie doch noch ein bisschen mehr hier erkundet. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ich vermute, da will sie als Nächstes hin. Ah, und hier ist schon oben. Okay. Ja, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass Jesse viel Zeit noch hier mit reingesteckt hat. Ansonsten, ja, Tierfarmen laufen. Cool, cool. Sauerstoff sieht hier auch noch ganz gut aus. Und Essen ist auch genug da. So eine volle Rationsbox ist immer ein ganz guter Indikator. Okay, also bei Jesse alles tutti. Was schreibt Jesse denn Schönes? Ich habe wild ein bisschen Forschung geklickt. Müsst ihr schauen, ob euch das angenehm ist. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ihr habt es fertig. Ist immer noch nicht fertig, ne? Es ist einfach immer noch nicht fertig. Na gut, jetzt ist nichts Wildes mehr, aber das stelle ich dann wieder zum Ende hin ein und dann hoffe ich mal, dass das passiert. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass die Mods zwischendurch nicht an waren oder so. Weil ich habe doch alles ausgewählt zum Schluss. Warum lassen die das denn nicht einfach mal laufen? Keine Ahnung. Oder ob das wirklich einfach irgendwie mit dem Mods zusammenhängt. Ich weiß es nicht. So, Jesse hat dann auch tatsächlich mal ihre Handelsstation freigebuddelt. Den Kollegen müssen wir uns mal angucken. 79 von 150. Ich werde Jesse mal... Warte mal, ja, 15. Das heißt 45 Zyklen drauf. Sollte noch klappen, ja. Ich werde Jesse mal
Ah ne, die können die auch nicht einpacken. Nee, das geht nicht. Wir können die nicht einpacken. Wir müssen den tatsächlich da rauskillen, weil wir den ja gar nicht da wegholen können. Also die können ihn wohl einfangen, aber dann kriegen wir den da nicht mehr weg. Das hier sieht aus wie eine Dreckofarm, die sie anfängt. Jesse ist übrigens, glaube ich, auch noch nicht auf Schifffasern gegangen. Also will sie wahrscheinlich komplett auf Dreckos gehen. Kann man machen, vor allen Dingen, wenn man schon Tierzüchter hat. Ich bin schon fast der Meinung, dass ich selbst gar nicht auf Tierzucht gehen werde. Einfach um vielleicht auch mal dieses Handeln ein bisschen besser zu fördern, weil ja, Jesse hat ja schon Tierzucht am Laufen. Warum soll ich da noch großartig was machen? Mal gucken, weiß ich noch nicht. Vielleicht essensbedingt dann doch noch. So, was hat der Boomer Schönes gemacht? Der Boomer hat auch seine Elektrolyzer am Laufen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das sehe ich noch nicht so ganz. Parallel, okay. So, parallel und dann auf die. Sind auch alle drei automatisiert. Das heißt, auch bei Boomer das Problem, auf Dauer wird der Wasserstoff nicht los. Und dann wird es problematisch an der Stelle. Okay. Bin gespannt. Vielleicht gucken die sich das jetzt auch an und denken sich so, okay, aufschreiben, das muss ich noch ändern. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich will auch mal ein paar Katastrophen hier sehen. So, wie sieht es bei Boomer aus, sauerstofftechnisch? Sehr gut. Also er hat auch endlich seinen Elektrolyzer am Laufen. Da habe ich immer echt Befürchtungen gehabt mit seinen Algen. Ja, essenstechnisch, der ist voll. Der ist voll. Alles tutti. Ja, okay. Was hat Boomer noch geschrieben? Okay, Boomer hat nichts mehr geschrieben. Das ist immer noch der alte Text. Und Boomer hat auch ein bisschen erkundet. die Geschichte hier natürlich sehr lustig. das ist mir nachher auch erst aufgefallen, dass er, als ich die Aufnahme beendet hatte, hatte ich noch ein bisschen bei den anderen so geguckt gehabt. Das ist mir auch noch aufgefallen, dass hier die ganze Zeit Wasser lief. Die ganze Zeit. Sehr gut. Ich bin gespannt, was er dazu in seinem Video sagt. Ja, dann Stromnetz hat er angefangen. Jesse hat da noch nichts gezogen, beziehungsweise erstmal nur initiiert. Ist ja nicht wild. Wir werden uns heute auf jeden Fall damit befassen, die Stromkabel auch nochmal zu bauen. Oder vielleicht machen wir das zum Schluss, keine Ahnung. Ja, und ansonsten hat Boomer ein bisschen erkundet, ne? Ja. Boomer hat ein bisschen erkundet, hat aber auch noch nichts Cooles Neues gefunden, so wie ich das sehe. Ja gut, ein Kaltdampfschlot hier. Okay. Dann würde ich sagen, können wir starten. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Gute Viertelstunde habe ich gequatscht. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Dann sollen sie mal da bauen. Kolonieerfolgerung. Können wir auch mal einen Code reinschauen. Was haben wir denn Schönes? Ah, das haben die anderen wahrscheinlich schon gemacht. Sehr gut. Brauche ich da jetzt nicht mehr großartig drüber gucken. Durchschnittlich produzierte Leistung, durchschnittliche Stromverschwendung. Es kommt durch die Hamsterräder zwischendurch. Duplikanten gehen natürlich immer hoch. Werden wir natürlich heute auch nochmal angucken. So, und hier 80 Millionen Meldungen. Gut, nicht so wild. So, dann stellen wir mal ein bisschen schneller. Dann setzen wir die schon mal auf 1. Ich möchte nämlich, dass sie das rübertragen und werde die erst dann auseinandernehmen, weil die Hedges da natürlich rumlaufen und alles auffressen sonst. So, und dann können wir hier schon mal übertragen. Und dann sage ich hier Prio 9, übernehmen, fertig. So, wie sieht es denn überhaupt aus hier mit unserem Wasserstoff? Tendenziell, also hier, der ist gefüllt für die für das Setup hier. Die pumpt schön nach hier hin für die Kolonie-Geschichte. Und der Überschuss wird dann einfach, also das Ding ist auch voll, der Überschuss wird dann einfach verbrannt und geht dann in die Batterien hier rein. Wobei ich die vielleicht nochmal umstelle, ich weiß es noch nicht. Also keine Ahnung, wie die Kolonie auf Dauer aussehen wird. Das ist auch noch nicht ganz voll, alles gut. Hier haben wir auch noch nicht alles an
Wasser rausgezogen. Alles nicht so wild. So, interessant ist, dass wir hier mittlerweile auch Sauerstoff drin haben. Das ist ganz gut, wenn wir jetzt anfangen, hier die Schutzanzüge zu bauen. So. Erstmal 6, 7, 8. Das reicht dann für heute und die nächste Folge von der Größe her. So. Dann brauchen wir da gleich noch einen Dock. Hatten wir hier schon? Ja, hatten wir schon. Das war die zweite Leitung. Das ist richtig so. Die ziehen wir dann schon mal hier lang. Das ist nur eine Anzeige, oder? Hä, warum ist die Anzeige denn immer noch da? Komisch. Ja, dann kommen wir mal eben, während die da schon am Bauen sind, kommen wir gleich mal eben zu den Mods. So, Kupfer, ne? Ja, Kupfer. Und zwar, wie gesagt, wir haben Plan Without, also Plan Buildings Without Materials bedeutet, auch wenn ich die Sachen nicht habe, kann ich sie hier schon mal bauen. Ne? Also auch wenn ich jetzt keinen Diamant habe, kann ich hier schon mal alles in Auftrag geben. Und das ist ganz cool, weil dann haben wir kein Problem mehr mit diesen reservierten Materialien, die die anderen vielleicht schon verbaut haben und können das dann trotzdem bauen. Ganz hilfreich innerhalb dieser Kolonie. Und nochmal vielen Dank für den Hinweis aus den Kommentaren. So, wir schauen mal eben kurz über unsere Duplikanten. Also, wir haben Belliger. Ich werde mir das nochmal vernünftig aufschreiben in der Excel-Tabelle, dass ich weiß, wer was macht und dass ich weiß, wo wir gerade noch ein bisschen Probleme haben oder wo wir Lücken haben. Wir haben halt 6 Duplikanten. Didi ist Gräber. Belliger macht Pflanzenzucht und räumt auf anscheinend. Dann Jesse. Was wollte ich mit Jesse machen? Auch Landwirtschaft? Muss wohl. Ah, und Doktor wahrscheinlich. Okay, dann wie habe ich die denn eingestellt, Jesse? Gar nicht. Gut, sehr gut. Okay, Fertigkeit, Jesse. Gut, sie dann erstmal auf die Landwirtschaft. Vielleicht später auch noch auf Tierzucht, das müssen wir mal schauen. So. Dann haben wir Kerstin, das ist natürlich Bauen, nicht Forschung, Bauen. Und Kerstin würde auch noch gerne Richtung Mechatroniker gehen. Da müssten wir allerdings mal vorher gucken, dass wir ein bisschen was für die Moral tun, weil ansonsten sieht man es hier. Na, man kann ja da drüber gehen und dann wird es angezeigt. Dann hätten wir genau gleiche Moral wie Bedürfnis, kritisch. Ist dann doch ein bisschen zu viel. Schrumpchen. Schrumpchen hat auch noch nichts bekommen von mir. Hat mittlerweile auch schon 4 Skills. Das finde ich ganz cool an der Kolonie, dass die Skills früh da sind. Bauen 4. Ja, dann würde ich sagen, gehst du auf Bauen. Habe ich dich denn auch eingestellt? Schrumpchen. Bauen, ja. Okay. Dann haben wir noch Hugh Garfield, ist unser Forscher. Das können wir auch so stehen lassen. Vielleicht gehen wir da nochmal hin und geben ein bisschen Tragfähigkeit. Wird sowieso auf Dauer gebraucht hier für Raketen. Falls es dann soweit kommt, keine Ahnung. Weiß man ja nicht. Aber ein bisschen Tragfähigkeit ist an der Stelle nicht so verkehrt. So, und das war's. Ich glaube, das waren meine 6. Heißt, ich habe 2 zum Bauen. Ist das richtig? Kerstin und Schrumpchen. Schrumpchen, nochmal im Schauen. Ja, wobei Kerstin irgendwann auf Mechatronika geht. Schrumpchen geht nein, Kerstin geht auf Mechatronika, Schrumpchen bleibt beim Bauen, kriegt aber auch trotzdem nochmal Tragfähigkeit dabei. Hilft auf jeden Fall beim Tragen der Sachen dann. Ja. Und dann schauen wir nochmal an, was haben wir jetzt im Drucker? Ich hätte wohl noch gerne jemanden zum Graben. Maschinen und Stärke. Wäre natürlich auch noch was, so Maschinenrichtung, also Bedienung. Aber ich hätte gerne schon wohl was Richtung Bauen.
Oder Tierzucht wäre halt auch nochmal eine Geschichte. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall nichts dabei, was ich gerade gerne hätte. Wir nehmen mal den kleinen Poki dabei. So. Hier sind sie schon am Rumtragen. Ja, dann können die weg. Wir zerlegen mal hier die beiden. So, und dann muss das hier noch gebaut werden. Stromkabel haben wir. Haben wir. So, dann machen wir mal mit Prio 1. Machen wir jetzt mal überall Maus festhalten. Gut, Glück gehabt. Machen wir jetzt mal überall auf Prio 1 neue Kabel hin. Oh, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, was ich beim letzten Mal angefangen habe, aber nicht so wirklich durchgezogen habe, war die Geschichte mit das können wir auch haken. Mit die Algendeoxidierer automatisieren. Das bin ich immer noch der Meinung, dass das eine sinnvolle Geschichte ist für den Fall, dass irgendwas mit den Elektrolysern nicht so läuft, wie es soll. Ist einfach nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ich denke, es macht Sinn, das einfach mit einzubauen. Mein tendenziell sollte das natürlich sowieso so funktionieren, dass die gar nicht laufen aufgrund des Drucks. Aber die befüllen das natürlich trotzdem, und wenn mal zwischendurch einfach ein kleines bisschen CO2 da an der passenden Stelle kommt, dann gasen die natürlich auch aus. Also einfach nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme, um nicht auch die Algen zwischendurch schon zu verbraten. So, dann machen wir einfach hier mit Atmosensoren. Machen wir hier mal auf... Da, wo hatten wir noch einen stehen? Wo haben wir die Algendeoxidierer stehen? Das ist doch nicht nur der eine gewesen, oder? Okay, da war ich nicht schnell genug. War das bei mir vielleicht? Sieht nicht so noch aus. Oder vielleicht Jesse. Ja, das könnte Jesse gewesen sein. Das werden wir jetzt gleich sowieso... blöd an der Geschichte jetzt, sehe ich gerade, wenn die jetzt mal einen Schutzanzug holen müssen, um sich um das Essen zu holen, ist halt auch kacke, ne? Also da werden wir dann schauen, dass wir hier vielleicht mal hinkommen und die große Halle dementsprechend ändern. So, hier automatisieren. Habe ich keinen zweiten Deoxidierer gehabt? Okay, dann bauen wir mal einen hier hin. So, hier machen wir es auch. Atmosensor. Automatisierungskabel dran. So, wie viele haben wir jetzt? 19 Schutzanzüge, okay. So, das stellen wir jetzt mal ab. So, und wir haben hier wie viel? Kupfer 6,7 Tonnen, Gold 1000, Eisen 3300. Ja, cool. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zum Benutzen. Das müssen wir noch ändern. Was ist hier das Problem? Warum kann da keiner graben? Oh, ich bin ein Horst. Ich bin ein Horst. Oh mein Gott. Das sind Kontrollstellen, die ich gebaut habe. Oh mein Gott. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich jetzt schon 5 Minuten kaputt gelacht oder länger. So eine Kacke. Oh Mann. Ja, stark. Der war stark. Gut. Sehr gut gemacht. So, hier können wir mal graben. Das würde ich vielleicht den nochmal stehen lassen. Vielleicht kriegen wir doch nochmal irgendwie ein Naturreservat reingedübelt. Mal schauen. Wenn wir Pips haben sollten. Irgendwann vielleicht. So, Station. Da möchte ich heute auf jeden Fall ein bisschen erkunden gehen. Das haben die beiden anderen ja schon ein bisschen mehr gemacht als ich. So, und dann machen wir hier auch direkt Ziegel drunter. So, das ziehen wir noch ein bisschen weiter nach hier hin dann. Und dann... Keine Ahnung, bis hier mal... Können wir ja noch erweitern. So, dann werden wir jetzt hier
noch Ziegel hinbauen. So, dann kommt hier eine Treppe hin. Dass sie auch runterkommen. Und hier machen wir es dicht. So, dann können wir hier schon mal anfangen, Anzüge zu liefern. Das Ding deaktivieren wir jetzt mal erst. Habe ich da eigentlich die Priorität? Umschalten ist bei meinen Vieren auf jeden Fall sehr hoch. Ist bei den anderen geradeaus. Jesse muss auch noch hoch und Schwümmchen. So. Dann können wir hier auch liefern. Das ist immer noch echt blöd, dass man das nicht mit... Oder geht das mittlerweile? Würde mich sehr wundern. Nein. Ich meine, die Prio kann man schon mal hochkriegen damit, aber... Naja. So. Das können wir noch weggraben. Ja, und dann gehen wir heute auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Und dann kommen wir vielleicht auch mal bis nach unten zum Blei und zum Öl. Das wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen helfen, wenn wir das machen können. Interessanterweise sind die Leiterkabel schon ziemlich gut gezogen hier. So, Priorität 1. Machen wir mal weiter aus Kupfer. Ich glaube, so weit kommen wir ungefähr. Das können wir durchziehen. Das werden wir jetzt erstmal kappen. So, dann können wir das zwischendurch bauen. Ja, was ich noch unbedingt machen wollte, war hier eine Sache. Ich würde nämlich gerne hier andere Türen reinmachen. Nämlich die isolierten Türen. Wenn wir sie schon mit benutzen, dann können wir die auch verwenden. Labuma hatte die tatsächlich auch genutzt, ne? Nee, hier nicht, aber hier waren sie mal. Ich glaube, da ist irgendwas passiert mit... ja, das war etwas tatsächlich, was wir besprochen hatten, dass es darauf erachtet werden müssen, dass manche Mods definitiv immer laufen, sonst geht halt irgendwas kaputt. Strom. Machen wir uns jetzt mal ein bisschen einfacher hier. Ne, so nicht. Einfach mal weiterlaufen lassen. Einfach mal weiterlaufen lassen. Habe ich letztes Mal schon im Video drüber aufgeregt. Bei der Premiere. Einfach nicht laufen lassen. So, und dann machen wir hier ein Automatisierungskabel hin und dann kann ich das mit einem Mal abstellen, wenn ich das nicht möchte. So, das Moped können wir zerlegen. Braucht keine Sau mehr. Genau, wie das kann auch weg. So, wie weit sind wir hier? Gut, Sauerstoff wird nachgeliefert. Hier können wir jetzt wegrahmen. Und dann können wir hier tatsächlich auch zumachen. So, große Halle ist hier aktuell. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie wir das generell so machen mit der Kolonie. Weil irgendwo sollten wir natürlich sinnvollerweise nach oben kommen. Und ich würde die Kolonie tatsächlich auch auf der ganzen Breite bauen wollen. Dass wir vielleicht dann hier irgendwo einen Aufgang machen. Ich weiß noch nicht. Eigentlich wäre es sogar sinnvoller, wenn wir das irgendwo hier, also hier oder hier machen, damit wir nicht immer bis nach ganz rechts laufen müssen und nach ganz links. Wäre es schon sinnvoller, das irgendwo hier zu machen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, um auch unsere Schlafräume dann tatsächlich irgendwo zu haben. Brauche ich nachher auf Pause zu drücken. So,
Das heißt, wenn wir das hier hinbasteln würden, hätten wir 27 sogar frei. Jetzt gehen wir mal von 3 aus, dann hätten wir sogar noch einen Korridor dazwischen. Ja, machen wir das doch. Und dann können wir hier einfach noch ein bisschen vergrößern. Also, Korridor wäre hier. Dann fängt hier der Raum an. Wie groß machen wir die Räume? Die machen wir 27. Dann haben wir auch ein passendes Maß für Tierzucht. Das wäre bis hierhin. So, allerdings sollte ich das vielleicht auch so bauen, dass es Sinn macht und nicht so irgendwie komisch. Gestern ist nämlich schon da, um zu bauen. So, bedeutet, hier hätten wir dann einen Korridor und wir ziehen dann hier die Ziegel auch länger. So. Und das gleiche machen wir hier auch. Wobei, das können wir auch zum Ende hin machen, dass die hier ein bisschen Iso-Ziegel schon mal drüber bauen. Das wird nämlich alles schön isoliert. So, dann können wir das schon mal wegräumen. Hier können wir schon mal Leitern hinsetzen, dass die da auch hochkommen. So. Hier müssen wir jetzt noch ganz dringend isolierte Türen hinsetzen. Irgendwie nicht so optimal, dass das hier offen steht. So, und der Drucker ist schon wieder bereit. Was haben wir? Wir haben bodenlosen Magen, aber 11 Maschinen. Das heißt, Roven wäre echt gut im Bedienen. Habe ich jetzt noch nicht so ewig viele Sachen für und glaube, ich hätte trotzdem gerade lieber jemanden. Versorgungsschutzanzug. Nehme ich jetzt Roven oder nehme ich lieber jemanden, der graben kann? Ich glaube, graben würde mir jetzt gerade anscheinend doch ein bisschen mehr helfen. Als jemand, der graben kann. Als jemand, der bedienen kann. So, dann können wir das Moped hier auch schon mal aktivieren. Ja, und dann werden wir hier wahrscheinlich, denke ich mal, die Schutzanzugstation hinbauen. Ja, wir bauen hier die Schutzanzugstation hin oder hier. Die Frage, wie wir es geschickt basteln. Also das kommt ja auf Dauer eh weg. Das wäre jetzt auch nicht so wild, wenn das hier nicht innerhalb der Kolonie erreichbar wäre. Ja, weiß ich gerade noch nicht so genau, wo wir es sinnvoll hier hinsetzen. Nach oben hin ist jetzt gerade auch nicht so das Thema, sondern mehr nach unten. So, und dann würde ich gerne mal schauen, was jetzt hier so Phase ist mit den. Also wir haben hier einen Erdgasgeysir, der auf Überdruck geht. Den möchte ich gerne mal freibuddeln. Und dann auch nach Möglichkeit schon mal irgendwie nutzen. Ich weiß nur noch nicht so genau wie. Hier haben wir eine Warmwasserquelle. War denn hier sonst noch irgendwo was? Also hier war der verseuchte Sauerstoffschlot. Das können wir halt in die Anzüge leiten, wenn wir Bock haben. Hier war noch jede Menge Sauerstoff. Dann müssen wir halt irgendwo mal nach unten. Mein sinnvollsten wäre es natürlich, wir gehen. Könnten wir hier komplett runter? Das würde gehen. Machen wir das. Ja, das ist halt irgendwie, das ist halt totaler Murks. Das müssen wir so ändern.
Das heißt, wir brauchen irgendwo eine neue große Halle. Das ist ja richtiger Scheiß. Eine große Halle bedeutet gleichzeitig auch wieder, wir brauchen eine größere... Wir brauchen neue Schlafzimmer. Ich glaube so. Machen wir da auch schon mal Leitern hin. Ja, wie gesagt, mit den Schutzanzügen, das können wir zur Not auch noch beim nächsten Mal dann irgendwie klären, wo wir die sinnvoll hinsetzen. Nur dieses ganze Graben hier können wir halt schlecht machen, wenn ich nicht da bin. Da passieren sonst Sachen. Man kennt's. Genau so wollte ich's machen, Oni. Danke. So, ich werde mir dann beim nächsten Mal würde ich dann gerne auch mal in Angriff nehmen, dass wir irgendwie ein anderes Lager haben. Das gefällt mir halt so überhaupt nicht und dafür hätte ich halt gerne den Tag auch. Oh, Schrumpchen, du kommst nicht mehr weg. Das ist aber doof. Einmal bitte wischen. Auch gerade mit Prio 9 ist auch gut, ne? Interessanterweise wird das sogar erledigt. Das ist das Komischste an der ganzen Geschichte. So, hier, der Hedge kann auch weg. So, Erdgasgeysir ist schon am rausschmeißen. Da müssen wir jetzt mal eben gucken, dass wir das Ganze irgendwie sinnvoll verbauen. Okay, wir kommen. Lassen das mal stehen hier, dass wir noch nach unten kommen. Dun, 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 dun. Das ist alles auf 5. Ja, gut. Das heißt, das wird jetzt auch gerade erledigt. Dann mauern wir den Kollegen hier einfach schon mal. Obwohl, ist es sinnig, den einzumauern? Nee. Nee, ist es nicht. Zumindest noch nicht. Halt, stopp. So. Dann machen wir hier eine Gaspumpe auf Gold. Und Atmosensor. So. Und dann kann der schon mal wegziehen. Magmatit. So, die Frage ist, wo pumpen wir es hin? Und ganz wichtig wäre eigentlich, dass wir es irgendwie hier auch mal eben dicht machen. So, kommt mal ran hier. Wie viel Zeit bin ich eigentlich? Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. So, dafür wollte ich den Schalter haben, dass sie hier nicht mehr die ganze Zeit radeln. Aber das Schöne ist jetzt so ein bisschen, dass der Druck so weg ist, hier schnell, schnell, schnell irgendwas am Laufen zu haben. Okay, Schwungchen hatte eine Unterkühlung. Na, da wird es doch schon weggeholt. Wo sind die Leute, die bauen? Also die ist da am Graben, aber wo ist Kerstin? Ach, Kerstin hat Freizeit, okay.
So, dann hätte ich hier gerne ein bisschen Wasser. Das wird dann erstmal so eine kleine Billo-Schleuse dazwischen. Ich meine, der haut natürlich bei 150 Grad das Erstgas raus, aber das wird sehr lange dauern, bis das hier tatsächlich problematisch wird. Ja, wir ziehen jetzt erstmal gleich hier alles raus, was wir da in dem Raum haben, damit wir nur noch Erdgas da drin haben. Und dann man auch Feuer machen können, ne? So eine Geode mit 938 Kilo Chlor ist natürlich auch was Feines. Nicht. Strom brauchen wir natürlich hier auch noch, ne? Ja, obwohl spare ich mir das. Erstmal. Tendenziell geht das ja hier mit der Leiter, sollte das ja dann passieren. Warum passiert hier nichts? In der anstehenden Lieferung. Keine Möglichkeit. Oh, nee. Also da sollten wir was gegen tun. So, ich hätte gerne hier eine Handpumpe. Dass wir da den letzten Rest rauskriegen. Und hier soll dann auch eine hin. Für den Fall, dass die oben dann leer ist. Setzen wir die höher von der Prio und dann soll da wo gehen. So, dann hätte ich gerne diese Leiter bis hierhin schon mal fertig gebaut. Haben wir die Handpumpe noch nicht? Nee. Ach Mann. Muss mal gleich schauen, wenn ich was Neues baue, dass ich die nicht auf 1 baue. Und das, was ich gerade wirklich zwingend fertig haben will. Soll dann auch fertig werden. So. Können wir nämlich hier durchgraben, dann ziehen wir hier nämlich auch die Leitung lang für die Pumpe. So, haben wir jetzt? Ja. So, die kommt vorbei. Und dann ziehen wir das ganze Ding mal leer, den ganzen Raum. Und dann haben wir nur noch Erdgas drin und dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt lagern. Also entweder machen wir jetzt eine ganz, ganz, ganz schnelle Billo-Lösung für einen unendlichen Tank. Den wir dann nachher anpassen. Bei Gasen ist das jetzt nicht so wild, da irgendwas dran zu ändern. Frage ist, wohin? Ich glaube, stromtechnisch wird es halt noch nicht so ein Riesenproblem, aber ich bin halt ein Fan davon, das einfach dann zu speichern. So, dann aufräumen. Das mal bitte alles da raus. Tja, wo machen wir das hin? Ich bin auch nicht so an dem Punkt, dass ich sagen kann, wo hier was hinkommt. Das ist das große Problem bei der Geschichte. Oh, 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 oh. Ja, Mist, da. Ich hätte halt endlich lieber jemanden zum Graben. Tierzucht wäre natürlich ganz okay. Ich glaube, ich hätte lieber die Pips.
Das Problem ist, dass wir auf jeden Fall nochmal hier in den Erdgasschlot auf jeden Fall dran müssen. Da kommt, geht kein Weg dran vorbei. Naja, vielleicht haben wir allerdings hier auch gerade sowieso schon irgendwie es geschafft, dass der... Na, die Frage ist, ob das so bleibt. Steigenden Druck. Also anscheinend ist jetzt gerade sowieso hier ein unendlicher Tank entstanden durch das CO2. Aber die Frage ist, ob das so bleibt. Wahrscheinlich nicht. Wie man sehen kann, haben wir 10 Kilo Erdgas hier oben. Was eigentlich nicht möglich sein kann, weil der bei 5 Kilo auf Überdruck geht. Es kann manchmal sein, dass durch Kohlendioxid dann sowas geschaffen wird. Muss aber nicht. Und vor allen Dingen kann sich das mit dem steigenden Druck auch ändern. So, dann geht's hier mal weiter. Ich möchte gerne wissen, was da unten ist. Weil, dass wir jetzt hier Erdgas haben, ist jetzt nicht so wild. Also das ist nicht so ein Riesenproblem. Den müssten wir halt vielleicht mal irgendwann umstellen. Wie schaut's hier aus? Da sind sie gerade dabei. Dann können wir hier auch mal weggraben. Hier. Kann alles weg. Dann machen wir hier schon mal auf Prio 1. Überall ISO-Ziegel. Dass ich das zum Schluss nicht vergesse. Oh, eventuell brauchen wir hier auch nochmal eine neue Tür. Scheiße. Aber es ist anscheinend kein Wasserstoff rausgekommen. Gut, dass ich den Ziegel dahin gesetzt habe. Hätte ich schon gedacht, dass das problematisch werden könnte. Ja, Glück gehabt. Also er kam nicht weg, weil wir da den Ziegel gesetzt haben. Sehr gut. Hat der Plan funktioniert? So, und den könnt ihr jetzt mal angreifen. Weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass sie irgendein Duplikant vielleicht nachher Probleme kriegt mit verhauen werden. Kommen wir da hin? Ja, dann können wir da mal entwischen. So, das sind die nur beim Aufräumen. Wir machen das mal auf die drüber und dann können die hier mit Prio 1 auch alles ausräumen nachher. Gleiches hier. Alles weg, was hier so rumsteht. So. So, hier sind sie bei. Ah, anscheinend funktioniert's. Ja, okay. Vielleicht haben wir auch einfach mal Glück gehabt. Muss man ja auch mal haben, ne? So, für den Fall der Fälle setze ich jetzt hier mal eine Tür hin. Für den Fall, dass die Wasserschleuse hier mal weggedrückt wird. Und hier ein Ziegel. Gut, dann ging das mit dem unendlichen Erdgastank doch relativ schnell. Warum nicht nutzen, wenn Oni selber Quatsch macht? Oder? Ah, da fällt mir was ein. Schicker Anzug. Jessie hat als erste in den Kommentaren geschrieben, dass sie gerne einen schicken Anzug hätte. Dann bekommt sie den natürlich auch. So, das läuft doch alles ganz wunderbar. So, dann werden wir jetzt gleich vielleicht doch mal zusehen, dass wir ein bisschen schneller nach unten graben. Ich möchte doch ein bisschen mehr sehen heute. So, dann ein bisschen nach links rüber. Das können wir ganz gut hier machen. Tja.
Obwohl, vielleicht reicht das ja auch schon. Und dann gehen wir hier. Rüber. Jetzt ziehen wir dann da auch noch mal ein bisschen. Das wäre ganz cool. So. Wir werden natürlich auf jeden Fall noch mal wieder zum Ende hin ein paar Sachen einstellen, die die Duplikanten machen sollen. Wir müssen halt überlegen, wo wir auf Dauer was hinstellen. Wir haben hier sehr viel Platz, deswegen macht es nicht so viel Sinn, wenn wir die Schleusen nach hier hin und dann nach hier oben machen. Sondern wird es mehr Sinn machen, hier irgendwie die Schleusen hinzumachen und dann nach hier oben. Oder aber, man stellt den Kladderadatsch noch um. Nee. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall wird das hier, denke ich mal, Schutzanzugbereich. Vielleicht kriegen wir hier auch noch eine Schleuse reingebastelt. Und dann können wir das hier nämlich auch noch tatsächlich als neuen Schlafbereich und auch große Halle definieren. Und für die große Halle. Oder wir nehmen hier unten. Hier haben wir nämlich schon CO2. Wäre nicht so verkehrt. So, da könnten wir dann zwei... Ja, das wäre ganz okay so. Machen wir hier tatsächlich die große Halle hin. Das wäre nicht so verkehrt. Das hätten wir vor allen Dingen auch relativ zügig jetzt erledigt. Hier ist das an der Stelle jetzt auch nicht so problematisch, wenn wir da ein paar Ziegel im Weg haben. Aber ich hab's halt gerne, wenn die Duplikanten da auch drüber herlaufen können. Und dann da Sachen reinpacken können. In die Lagerwälder. Ach, in die Kisten. Vielleicht machen wir auch... Ja, wir können besser tatsächlich Kühlschränke nehmen. Ist platzsparender. So, heißt hier kommen die Kühlschränke hin. Da kommen die Dingens gerade. Hier können wir auch tatsächlich die Leiter schon mal nach unten bauen. Wir graben da noch aus. Die können wir auch mal graben. Da. Da. Und dann machen wir hier jetzt die große Halle hin. Darüber kommt Schlafzimmer hier. Und wenn wir wollen, können wir hier auch noch irgendwie... Also zumindest kommt hier Schlafzimmer hin. Vielleicht können wir hier auch noch eine Hedgefarm oder so auf Dauer hin machen. Oder da, wo gerade einer läuft. Ach, keine Ahnung. Mal gucken. Ist auch noch nicht alles so wichtig. Aber tendenziell müssen wir auf jeden Fall mit den Betten schon mal was machen, weil wir auf jeden Fall ja auch noch heute einen Duplikanten dazu bekommen. Und wir keinen Platz dafür haben. Das sind 6. Lass mal so. Ja, dann lassen wir nochmal. Wenn wir schon dabei sind. Ne, egal. Leuchtkäfer machen vielleicht ein bisschen Probleme. Das weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen machen wir jetzt erstmal mal hier die Betten mittiger, dass da auf jeden Fall keiner Probleme hat mit angestrahlt werden. So, dann brauchen wir noch einen Blumentopf. Können wir hier hinsetzen. Wir brauchen noch einen Wasserkühler. Den können wir hier auch mit reinsetzen. Und vielleicht machen wir auch mal ein bisschen was für die Moral. Ein Jukebot. Oder? Weiß nicht. Oh, wir könnten eine Strandliege schon bauen. Bringt plus 8 Moral. Deutlich mehr als hier so ein Jukebot oder ein Arcade-Automat. Warum nicht? Warum nicht? Oder? Machen wir das vielleicht noch woanders hin? Dann kriegen wir da nicht noch eine dahin. So, heißt, ich brauche hier einen. Lass weiterlaufen. Ich brauche.
einen Hängetopf nehmen. So. Und wo ist das Moped denn? Wasserkühler. Bin gerade zu doof, den zu sehen. Da. So, S-Bar Prio 9, das können wir auf die einstellen. Stopp, da auch noch. Ah, die blöde rote Meldung da wegmachen. Hasse ich wie die Pest. Die stellen wir jetzt auf 1, übertragen das. So. Ja, hier das Erdgas, das holen wir uns noch irgendwann nachträglich halt weg. Untätig. Da müssen wir gleich mal schauen, ob der das wirklich noch weitermacht. Weil jetzt haben wir nämlich auf diesem Feld auch Erdgas. Das hatte ich befürchtet. Dass das irgendwann problematisch werden könnte. Also wahrscheinlich geht er jetzt auf Überdruck. Funktioniert also leider nicht so gut. Nicht mehr. Ja, ich kann mich auch gerade absolut nicht festlegen, wo wir einen unendlichen Tank hin basteln. Das sollte halt alles irgendwo mal ein bisschen sinnvoll überlegt werden. Oh, Schubwühlmäuse wären mega. Schubwühlmäuse wären richtig mega. Die nehmen wir. Da muss ich mal schauen, wie wir das auf Dauer sinnvoll hier zusammenbasteln. Dann könnten wir uns nämlich die ganzen Hedges und so sparen. Aber ich muss sie natürlich irgendwo unterbringen. Machen wir das so. Dann hier einen Ausgeber hin. Okay, ich weiß nicht, ob das bei uns gewesen ist. Ich glaube nicht, weil wir sollten kein Problem mehr mit Ersticken haben. Theoretisch. Komm, das übertragen jetzt auf alle hier. Aufgeschissen. Wir werden uns da auf Dauer noch ein anderes Lagersystem überlegen. Das heißt, Jesse, die suchen sich ja gleich. Ich bin immer zu langsam heute. Komm, die suchen sich das schon alleine. Ich muss vor allen Dingen gleich noch ganz dringend einen Duplikanten annehmen. Da war bis jetzt noch nichts Tolles dabei zum Buddeln. Ich weiß gerade nicht, ob wir einen da haben mit Bodybutt wäre tendenziell nicht verkehrt. Ich glaube, wir haben keinen mit Allergien dabei. Und wenn doch, werden wir es merken. So. Mal ein bisschen hier die Energiespeicher aufbauen für alle. So, bevor ich das vergesse. Ach ne, Quatsch, Jesse kann das nicht. Ach Quatsch. Ja, der muss weg. Der muss leider weg. Koch wäre auf Dauer auch noch ganz gut. Garfield benutzt Strandliege. Wo ist das Licht? Ich will Licht haben. Gibt's kein Licht. Nicht, noch nicht. Vielleicht irgendwann. Oh, wie frech, habt ihr das gesehen? Der Belliger von der Jesse-Kolonie hat sich einfach mal das Fleisch gesnackt, was wir uns da hingepackt haben. Frechheit. Frechheit. Oh, das habe ich ja gut hingekriegt hier. So. Sehen wir schon irgendwas Cooles Neues? Nö.
Und was man machen könnte, um ein bisschen Erdgas schon mal zu speichern, wäre halt einfach schon mal ein paar Dingens irgendwo hinzubauen, ne? Einfach ein paar Lagerbehälter. Strom brauchen wir noch. Ja, machen wir es so. So. Forschung machen wir zum Schluss wieder weiter. Also entweder passiert dann was oder nicht. So, hier können wir mal wischen. Dann haben wir das auch fertig bekommen hier mit dem Wasser. Ist das Wasser überhaupt jetzt überall hingekommen? Ich habe keine Ahnung. So, ich habe noch grob so 12, 13 Minuten. Das heißt, so langsam müssen wir uns dann auch ein bisschen darum kümmern. Rackgras. Oh. 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 Oh no. Das sieht nicht gut aus. Dem geht's gar nicht gut. Todmüde, schnarchender Freund. Geplatzte Trommelfelle, Reizhusten. Ach du Kacke. Ah, wo kriegt ihr denn geplatzte Trommelfelle? Wahrscheinlich irgendwie bei sowas hier. Gerade da, wo die... Irgendwo hier wird wahrscheinlich richtig viel gewesen sein. Gerade an so Übergängen passiert das ganz gerne. Oder hier. Ja, hier. Hier. Das ist ganz, ganz fies. Weil hier luftverschmutzter Sauerstoff ist und dann gehen die Dinger halt nicht auf Überdruck. Ich weiß auch gar nicht, ob die auf Überdruck gehen können. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist eine ganz fiese Geschichte. Das sorgt dann für massiv Stress und ja. Da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen was mehr zusehen. 100% Stress, dem geht's nicht so gut. Der wird gleich, so wie er aussah, war das ein Heuler. Der wird gleich wahrscheinlich ein bisschen ausflippen. So. Dann bauen wir jetzt einfach mal, weil wir es können, bauen wir mal ein paar Tanks hier hin. Ist jetzt nicht die schönste Lösung, aber besser als nix. So, dann... Versuchen wir es mal alles parallel. Zum Befüllen sollte das gehen. Oh, Toiletten. Ja, tolle Wurst. Warum kommt da eine Meldung, wenn ich das nicht sehen kann, wer und was? Jesse? Die hat doch gleiche, die haben doch alle das gleiche System gebaut. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So. Aufräumen. Prio 1. Alles. Können wir mal so machen. Überall, wo was rumliegt, mal ein bisschen aufräumen. Das können die ganz gut machen. So, und zum Glück haben wir im Gefahrenbereich nach unten jetzt Schutzanzüge. Das heißt, da sollte auf Dauer uns auch nichts mehr großartig passieren. Zumindest nicht, wenn die Dupes... Oh. Das wird so nichts. Komm, ich möchte noch ein bisschen erkunden gehen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 10 Minuten. Würde ich noch gerne unten ein bisschen was sehen.
wir irgendwo eine Möglichkeit, CO2 auszuschleusen? Da. Wir nutzen jetzt einfach die Technik, die wir sonst immer für die unendlichen Tanks nutzen, nutzen wir jetzt mal, um da gleich CO2 auszuschleusen aus dem Tank hier. Okay, das wird auch alles gebaut. Vielleicht setzen wir die mal runter, damit die auch noch ein bisschen was anderes tun. Nicht nur aufräumen. So, läuft das jetzt hier eigentlich? Ja. Den können wir wieder zerlegen. Die Batterien werden so nach und nach gefüllt. Sehr schön. Auch schon mal einen kleinen Puffer so für alle dann. Jetzt wird ja dann auch noch jemand gebaut. Dann können wir auch so eine Gemeinschaftsstromleitung dann nutzen, wenn mal was über sein sollte. So, wir sehen nichts Neues. Nach hierhin könnten wir halt nochmal gucken. Ich denke, das wird jetzt erledigt. Ah, da kommen wir jetzt allerdings nicht mehr so ohne weiteres nach unten. Heißt, das können so bleiben und dann machen wir hier jetzt Leitern aus Sandstein. Ich weiß übrigens nicht, wie weit die anderen so mit Schilffasern sind. Also Jesse wollte ja auf Dreko, so wie es aussieht, hat aber auch, glaube ich, nirgendwo Schilffasern am Wachsen, oder? Ich glaube, da sind die beiden noch nicht so weit gewesen. Bei Boomer sehe ich auch so noch nichts. Ja gut. Aber auch jetzt, ich glaube, es ist noch kein einziger Duplikant irgendwie gestorben. Aber das wollte ich ja auch noch ganz wichtig machen. Medizin. Wir setzen jetzt hier mal 3 Stück hin, dass ich sofort einen Überblick habe, ob jemand gestorben ist. Große, oh, Diamantgeode, cool. Ist nur komplett in unserem Einzugsgebiet der Leiter. Hier war im Übrigen nichts. Das ist schon alles mit 9, ne? Ja. So. Isolierte Gasleitung. Da gucken wir sofort nach. Gasleitung, nicht Gasheizung. Ich glaube, ein Scheiß schon wieder hier. Rohrgasdetektor. So. Dann machen wir hier einen Abzug. Und verkabeln das. Und durch das Wasser haben wir da keinen Überdruck. Und dann können wir da auch CO2 rausschmeißen, wenn da kein großartiges Problem ist. Habe ich noch einmal? Mist. Eine zweite Marie. Grabenbedienung und Kreativität. Das ist natürlich auch eine ganz geile Kombi. Wir nehmen die Marie und dann kann die Marie auf Tierzucht gehen. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Also ein bisschen Stärke zum Tragen, Tierzucht und Landwirtschaft, was er sowieso beides haben muss. Gut, Maschinen bedienen ist da ein bisschen raus und genau das gleiche mit Bauen, aber gut. Jetzt nicht so die schlechteste Duplikantin. Und ja, dann müssen wir tatsächlich mal schauen, wen wir denn diesen Duplikanten geben. So.
Ja, kein Devon geworden, kein Gossman geworden. Also Frau Ziller muss noch warten, genau wie Harry noch warten muss. Ja, dann mische ich 1, 2, 3, 4, 5. Und Kilvin hat gewonnen. Ja, dann wird Kilvin jetzt eine Jessie. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier mal ein bisschen dran schreibe, was die Duplikanten so machen und so weiter. Ja, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Kilvin. Du bist dann mit dabei. Wer noch mit rein möchte, ihr könnt gerne mit einziehen, eben unten in die Kommentare schreiben und dann geht das schon. So, Zeitpläne. Ich habe ja meine eigenen gehabt. Da wurde auch noch nicht dran rumgedödelt. Ja, Jessie hat jetzt auch ihre eigenen hier reingemacht oder gab es schon vorher, keine Ahnung. Und das sind wahrscheinlich dann Boomers. Ja. So. Das ist eigentlich ganz cool, dass wir wenigstens die Zeitpläne schon mal für uns dann gestalten können. Und Marie wird dann jetzt zu Kilvin. So. Kilvin, herzlichen Glückwunsch an Bord. So. Das passt. Und dann wird Marie auf Dauer unsere Viehzüchterin, weil... Oh, 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 oh. Oh Gott, zum Glück ist mir das noch eingefallen. Das wäre sonst richtig, richtig kacke geworden. Nur beim Aufräumen. Prio 9. Schnell die Schubwühlmäuse hier einfangen. Die Pips können von mir aus hier rumlaufen. Die kriegen wir schon wieder eingefangen. Das ist egal. Das müssen wir auch noch ganz wichtig fertig kriegen. Sonst machen die hier Blödsinn. Ja, und dann haben wir es eigentlich. Das hätte ich noch ganz gerne fertig. Priorität 2. Aber das da hinten hätte ich gerne alles fertig soweit. Dass wir das noch eben schnell einstellen können. Ich hoffe, das wird noch was hier. Habe ich das schon? Ja. Brauche allerdings da auch noch ein Nichtgatter dran. So, viel Zeit haben wir nicht mehr. Nein! So, dann Automatisierungskabel dran. Der Kupfer ist gerade massiv geschwunden. So, knallt das mal durch hier. Das möchte ich noch gerne einstellen. Und dann machen wir hier mal wieder einen ganzen Schwung Kupfer fertig. Dann haben wir zum nächsten Mal genug wieder da. Ja, ich weiß, es ist Verschwendung, aber ich kann halt auch momentan noch nicht so ganz viel daran ändern. Und ich will halt bauen und dafür brauche ich dann halt auch das veredelte Metall, auch wenn wir jetzt viel dadurch verschwenden. So. Die hätte ich gerne auf Magmatit. Ich stehe schon noch schnell ein, dass die mal ein bisschen was ranholen. Da sollte ja jetzt ein bisschen was durch das Graben dazugekommen sein. Kupfer, Kupfer. Okay, jetzt sagen wir hier grünes Signal über 2000. So, dann kriegen wir das noch eingestellt. So. Da stellen wir jetzt CO2 ein. Kohlendioxid. Das heißt, nein, Quatsch, da stellen wir Erdgas ein. Oh mein Gott, das wäre furchtbar schief gelaufen. Nochmal kurz kontrollieren, ja. Wenn es kein Erdgas ist, dann wird es ausgeschleust. Ist richtig, das kann dann laufen. Die steht schon fest. Passend. Passt auch. Wir müssen die noch eben einstellen. Unter 1000. Das müssen wir hier auch noch eben einstellen. Der hat noch keinen Strom.
So, und dann haben wir das soweit fertig. Die Aufräumaufträge sind drin, die letzten Bauaufträge sind drin. Ja. Was müssen wir noch machen? Die Forschung wollte ich einstellen. Dass die noch weiterlaufen kann. So. Ups. Das. So. Ah, es könnte auch sein, dass die Forschung nicht weiterging, weil die ja kein Wasser... Genau, das könnte auch sein, weil wir ja kein Wasser mehr hatten, ne? Haben wir jetzt aber definitiv da. Das könnte auch der Punkt gewesen sein, ja. Ist das hier jetzt eine große Halle geworden? Nö. Weil... Ach, der Buddybutt. Ja, gut. Kann ich nicht ändern, schreibe ich mir zum nächsten Mal auf, dass das noch anders gemacht werden muss. Kann ich nicht ändern. So, was schreiben wir auf? Ich wünsche euch viel Glück. Ja, was anderes fällt mir gerade so nicht ein. Also ich habe nichts für die beiden. So. Ist das da irgendwie zu? Warum ist denn hier so wenig Sauerstoff? Das ist eine Vermutung. Okay, und hier? Sieht's noch gut aus. Aber auch da wird's bald eng. Gut, mal schauen, ob die beiden das mitbekommen. Also bei Boomer könnte es tatsächlich jetzt echt, echt kritisch werden. Ne? Der muss noch einen ganzen Cycle warten. Das könnte massivst kritisch werden. Also, warum bauen die den denn hier nicht? Gold. Hat der kein Gold? Ah, wenn sie den hier jetzt noch fertig gebaut hätten, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen länger gelaufen, ne? Aber so... Eieieiei, es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Hat er noch Algendioxid? Ah, hat er deaktiviert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das wird spannend. Oh mein Gott. Ich bin super gespannt, ob die beim nächsten Mal noch leben. Das wird der erste richtig kritische Fail. Aber da sieht man auch mal, wie wichtig es ist, dass der Wasserstoff wegkommt, ne? Das ist echt wichtig. Weil die können jetzt nicht mehr weiterarbeiten, weil der Druck hier. Weil der Druck hier nicht hoch genug ist. Der hat übrigens komisch eingestellt. Oder habe ich die so eingestellt? Oder habe ich die auch so eingestellt, dass er sich das abgeguckt hat? Nö. Die waren mal so eingestellt, das kann wohl sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das echt ja, fiese Geschichte. Ihr müsst immer zusehen, dass der Wasserstoff los wird. Deswegen hier ja bei mir der letzte Generator hier, der ist definitiv immer einfach verbrennt. Ich meine, wenn man unendliche Tanks hat, ist das natürlich auch eine ganz nette Geschichte, da einfach den Überschuss reinzuleiten. Aber am Anfang am besten einfach immer einfach verbrennen. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber hält euch wenigstens die, worum es halt primär geht, Sauerstofferzeugung, am Laufen. Ja, cool. Jessie ist beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, dass ihr das auffällt, dass sie da was dran macht. Ansonsten ist die Sauerstofferzeugung demnächst auch dann leider für den Arsch. Ja. Und das wird halt schon passieren, während die beiden, also das, die werden das hier halt erst sehen, wenn die schon wieder dran waren. Von daher, gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Ich habe hoffentlich diesmal keine riesen Fehler reingebaut. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Essen sollte hier gelagert werden auf Dauer. Das steht da jetzt gerade noch ganz sicher. Sauerstoff haben wir genug. Wir haben Wasser genug. Ich bin ganz zufrieden. Nach unten hin sollte keiner mehr ersticken. Da haben wir jetzt die Schutzanzüge. Ich grab auch nirgendwo mehr. Also aus meiner Sicht alles ganz okay so, und ich kann auf jeden Fall entspannt abgeben an den nächsten. Jessie ist nach mir dran.
Daumen drücken, dass da keiner krepiert bei Boomer. Und wenn Jesse nicht dran denkt, auch da ein riesengroßes Problem unter Umständen. Sie hat nämlich auch keine Algendioxidierer mehr hier stehen. Schwierig. Also, ich denke, ganz gute Sache mit den Sauerstoffdiffusor hier, dass die erst anspringen, wenn der Druck zu niedrig wird. Auch wenn es nur zwei sind, es hilft dabei, dass die Duplikanten halt nicht krepieren. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche dann bei Jesse auf dem Kanal. Und ja, nicht vergessen, abonnieren. Auch bei den anderen beiden sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi! So, hallo ihr Lieben nochmal. ja, noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar, ich muss das ja jetzt hier nicht so stehen lassen mit den beiden, ne? Ich habe mir gerade so gedacht gehabt, das ist halt echt ein bisschen blöd, dass das gleich so laufen wird. Also es ist ja absehbar, dass bei Boomer massive Probleme auftauchen, die jetzt wirklich, wirklich ohne zu übertreiben dazu führen könnten demnächst, dass er keinen Sauerstoff mehr hat. Also wirklich massivst. Bei Jesse das gleiche Problem, aber sie ist halt direkt nach mir dran. Das heißt, ich kann auch jetzt einfach mal was für die beiden schreiben. Und zwar, was schreibe ich jetzt? Ihr müsst euren Wasserstoff loswerden. Sonst läuft die O2-Produktion nicht. So. Ich hoffe, das hilft den beiden. Und eine Sache, die ich jetzt halt nachträglich dann auch nochmal mache, ist, Boomer Boomer war klug genug, um mir da doch nochmal was zu basteln. Aus dem Grund kann ich ihm ein bisschen Sauerstoff schon rüberschicken, was vielleicht dazu führt, dass seine Dupes nicht krepieren. Ich hoffe. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und ich will die beiden jetzt natürlich auch nicht ins Messer laufen lassen. Also da habe ich gerade nicht so ganz drüber nachgedacht. Ja, bei Jesse kann ich eh nicht viel machen. Selbst wenn ich wollte. Ja, aber Jesse ist beim nächsten Mal dran. Ich hoffe, dass sie das auch liest. Und sie da, nee, bei Jesse kann ich nichts machen. Sie hat keinen Auslasser dran. Ich kann da nichts tun. Jesse, bitte Sauerstoffleitung mit Auslass dran bauen an der Handelsstation. So konnte ich Boomers Dupes noch helfen. So, Punkt. Okay, ja, Daumen drücken, dass das alles noch funktioniert. Ich weiß es nicht. jetzt so der Punkt, wo es langsam kritischer wird. Gerade dann, wenn man nicht an alles denkt. Schwierig. Ja, ist jetzt ein bisschen länger geworden, die Folge. Ich habe natürlich jetzt auch noch mal 2-3 Minuten dran gehangen, aber ich finde, das ist auch okay. Ich will die beiden nicht ins Messer laufen lassen und für sowas überziehe ich dann halt auch ein bisschen gerne. Und es war jetzt tatsächlich hier nur ein paar Tipps per Notepad und eine Gasbrücke. Keine Ahnung, wenn ihr denkt, dass das Kacke war, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich möchte hier eigentlich niemanden ins Messer laufen lassen und meine Möglichkeiten dann auch, also meine Möglichkeiten im Sinne von, die ich habe hier in meiner Kolonie, dann auch nutzen. Auch wenn es ein bisschen Zeit dann drüber geht.
Ich hoffe, das war so okay. Wenn nicht, schreibt es mir einfach gerne mal. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.